so wird's gemacht. Wir treten an und so gewinnen die Schlacht. Alles knallt und kracht und springt sich in zwei. So führen wir die Entscheidung herbei. Unsere Welt hat schon Kämpfe gesehen, die in die Big Wheels Geschichte eingehen. Let it rip, sobald dein Team zu fighten beginnt. Big Wheels go, nur einer gewinnt. Und immer steht viel zu viel auf dem Spiel. Es gibt Schatten und Licht, ob wir wollen oder nicht. Big Wheels, so wird's gemacht. Wir treten an und so gewinnen die Schlacht. Alles knallt und kracht und springt sich in zwei. So führen wir die Entscheidung herbei. Big Wheels. Vor langer, langer Zeit fiel einmal ein Stern vom Himmel. Die Spitzen, die beim Einschlag auf die Erde absplitterten, veränderten in den Jahrtausenden ihre Form und entwickelten sich zu den modernen Beyblades von heute. Dies ist die Geschichte eines anderen Beyblade-Typs, der sich unabhängig in diesem Prozess entwickelt hat. Dies ist die Geschichte von Beyweird. Stimmt. Wir müssen nach Beywheelern Ausschau halten, die sowohl Technik als auch Köpfchen haben, oder? Ohne Verbündete kommen wir gegen die Dominator nicht an. Willkommen in Las Vegas! Von allen Attraktionen, die diese tolle Stadt zu bieten hat, ist die größte der Beywheels Grand Prix! Wow, Beywheels Grand Prix? Die Bays drehen Runden auf einer Bahn. Ja, sieht eher nach einem Rennen aus. Sie steigen auf, sie fliegen, sie platzen vor Energie. Und sie schlagen hart mit ihrer Angriffsseite zu. Eine abgefahrene Kombination von Rennen und Kampf. Das ist der Beywheels Grand Prix. Las Vegas ohne Grand Prix ist wie ein Wheeler ohne Bay. Ein Besuch der Rennstrecke ist ein Muss. Oh Mann, ist das cool! Ist das cool! Wow, das Stadion ist ausverkauft! Dann dürfte es auch die größte Attraktion sein. Wir kommen nun zur letzten Runde. In Führung liegt die Lightspeed-Lady Nicole Spears und ihr Striker. Striker überrundet wieder einmal die langsameren Bays. Seht euch vor, Jungs! Los, Bacon, Striker! Ja, und Striker stellt seine Kraft als Geschwindigkeitstyp unter Beweis. Wahnsinn, wie locker dieser Bay die Konkurrenz einfach abgeschüttelt hat. Auf dem zweiten Platz behauptet sich die Bay-Expertin Marge Ovis. Kann nur mit einer Strategie ein Rennen gewinnen. Ich sehe die Lücke. Go, Bombenlämmer Ares! Marsh marschiert mit ihrem Ares auf kürzestem Weg an der Konkurrenz vorbei. Ares Wheeler ist auch mit allen Wassern gewaschen. Gut so, Ares! Wieder einmal holt Ares am meisten aus einer Runde heraus und schießt direkt auf die Zielgerade. Tatsächlich kann der Striker noch einholen. Echt Wahnsinn! Hey, Marsh! Sag auf Wiedersehen! Ares zieht am Striker vorbei! So schnell gebe ich nicht auf! Los, zieh vorbei, Striker! Und Striker liegt wieder gleich auf! Unglaublich spannend, da geht es nicht! Wer passiert die Ziellinie zuerst? Striker oder Ares? Du lieber Himmel, die überrundeten Bays versperren den Weg! Kein Problem für mich! Durchbruch, Striker! Die Bays sind außer Kontrolle und stürzen auf Ares! Ares! Er kann unter allen hinwegtauchen! Ein außergewöhnlicher Gleichgewichtstyp! Super gelöst, Ares! Striker hat die Ziellinie passiert! Dich
gefolgt von Ares. Wow, Striker! Wie ein Pferd, das mit einem durchgeht. Doch sie hat nie die Kontrolle über ihn verloren. Diese Bahn ist sowas von schnell. Das siehst du doch auch so, oder? Genau das Richtige für meinen Geschwindigkeitstyp Pegasus. So etwas haben wir damals in der Schulpause gemacht. Hä? Aber Jin! Und jetzt noch eine kleine Zirkusnummer. Hurra! Jin! Nicole, zieh doch nicht wieder so eine Show ab. Sieh doch nur. Das Team Estrella March. Hey, was hast du, Jin? Das war nur Zeitverschwendung. Mit so einer Karnevalsshow kannst du eine Zuschauermenge unterhalten, aber deswegen sind wir nicht hergekommen. Die Dominator wollen einen Bay-Kampf, in dem es um die Zukunft von Baywheels geht. Das hier sind Kinderspiele. Wie kannst du es machen? Ihr zwei. Der Baywheels Grand Prix soll ein Karneval sein? Das soll kein ernsthafter Kampf sein? Mach dich nicht lächerlich. Sie hat recht. Der Baywheels Grand Prix stellt hohe technische Anforderungen an den Wheeler. Man muss den richtigen Energy Core für den jeweiligen Parcours auswählen. Dann musst du die korrekte Bahn für dein Bay finden. Du musst beim Abschuss die Beschleunigung berechnen. Und natürlich musst du beim Rennen ständig kämpfen. Und wenn du nicht hundertprozentig auf den Kampf eingestimmt bist, hast du keine Chance auf den Sieg. Genau! Darum nimm sofort wieder zurück, was du gesagt hast! So, lass uns weiter. Warte, hast du nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Bitte warte doch. Mein Ares würde gerne mal sehen, wie du dich in so einem Rennen schlägst. Hey, Jungs, ihr verhaltet euch nicht so, wie man es vom Team Estrella erwarten würde. Absolut. Habt ihr vielleicht Angst vor meinem Striker? Jin. Wie ihr wollt. Aber dann würde ich doch um einen ernsthafteren Kampf bitten, wenn wir schon nicht darum herumkommen. So? Ja! Na prima, dann tragen wir ein Special Match nur unter uns Vieren aus. Shows Pegasus und Jin's Drago. Ich kann suchen, so viel ich will. Ich finde keine Schwachstelle. Allerdings, wenn mein Ares und ihr Striker zusammen angreifen würden, hätten wir mit Sicherheit eine Chance. Nur würde Nicole das mitmachen? Du siehst dir gern so etwas an, oder? Und warum nicht? Tu, was du willst. Ich habe nur kein Interesse an so einem Datensammelsurium. Das ist alles. Was ist denn? Warum siehst du mich so an? Ich denke an Sho und Jin. Ich frage mich, ob wir gegen die beiden ein Team bilden sollten. Kommt nicht in Frage. Ich kämpfe jedenfalls nur für mich. Aber wir treten immerhin gegen das Superteam Estrella an. Ich glaube, es wäre das Beste, wenn wir uns beide zusammentun würden. Ich brauche dich dafür nicht. Striker und ich werden den beiden schon zeigen, wo es lang geht. Ich werde so kämpfen wie immer, denn damit komme ich mit Sicherheit am weitesten. Na gut, wie du willst. Heute Abend bieten wir Ihnen einen Superkampf mit ganz besonderen Gästen. Ein solcher Kampf kann nur an einem Ort wie diesem hier stattfinden. Zwei Wheeler fordern unsere Baywheels Grand Prix-Sieger heraus. Sie gelten als das stärkste Baywheels-Team. Bullet Boy, Sho Temna und der weiße Drache Jin Ryu. Yeah! Ihre Gegner sind die Sieger des diesjährigen Baywheels Grand Prix. Die Lightspeed Lady Nicole Spears und die Bay-Expertin March Ovis. Wieso werden denn eigentlich nur die beiden so bejubelt? Das ist nicht der einzige Unterschied. Hä? Was ist das? Seit wann sind wir denn die Bösen? Sho! Jin! Hä? Das hier ist unsere Bühne, verstanden? Wir werden euch jetzt eine Lektion vor all diesen Leuten erteilen. Nicole kommt mir wieder einmal sehr siegesbewusst vor. Sho und Jin! Buh! Buh! Sie zeigen für uns ja wenig Begeisterung. Das hier ist für Sie ja auch ein Heimspiel. Aber was soll's? Macht nichts von mir aus. Das bringt mich erst recht in Fahrt. Wir werden Ihnen schon zeigen, mit wem Sie es zu tun haben. Und die Buße in Jubelrufe verwandeln.
Die Regeln sind einfach. Der Wheeler, der zuerst die 20 Runden schafft, gewinnt. Währenddessen können die Gegner bekämpft und mit einem Sleepout oder Bahn aufs Matt gesetzt werden. Nicole, ich möchte dich jetzt zum letzten Mal fragen. Ich kämpfe so, wie ich es will, okay? Na gut, schon verstanden. Und hier beginnt der Countdown. Also los! 3, 2, 1, let it rip! Let it rip! Ares und Striker legen einen Traumstart hin. Sie sind Kopf an Kopf, während sie in die erste Kurve biegen. Dort nehmen sie noch weiter Fahrt auf. Auf der Geraden dürfen sie ihre Spitzengeschwindigkeit erreichen. Leg doch einen drauf, Striker! Sie kommen in die nächste Kurve. Bei dieser Geschwindigkeit ist es nicht leicht, eine Arena auszuvermeiden. Striker nutzt seine Klingen, um abzubremsen. Und er schafft die Kurve. Wie unvorsichtig. Ares folgt ihm auf den Fersen und kommt ungebremst aus der Kurve heraus. Sie jagen über die Zielgerade und passieren gleichzeitig die Linie. Das ist ein Rundenrekord. Striker und Ares gehen mit der ersten Runde in Führung. Ja! Jetzt passieren Drago und Pegasus die Ziellinie. Oh. Striker und Ares sind schnell. Sie bauen ihren Vorsprung aus. Die sind gut. Auf alle Fälle keine schlechte Erfahrung. Sie an ihm vorbei, Ares! Er kommt! Das dürfen wir nicht zulassen. Pegasus und Drago blockieren Ares. Hat sich die CPU von Mars verrechnet? Ah! Wenn ihr mich blockieren wollt, werf ich euch raus. Schlag voll zu, Striker. Nicole, sei lieber vorsichtig. Pegasus! Los, Drago! Pegasus und Drago zeigen keine Gnade. Pegasus und Drago haben's echt drauf, hä? Jetzt seht ihr mal die Kraft von Estrella. March und Nicole müssen jetzt einiges wegstecken. Das machst du nicht mit meinem Striker-Freundchen, Nicole. Ares rettet Striker. Aber jetzt machen sich Drago und Pegasus auf und davon. Mit Kraft allein kommt Nicole nicht weiter. Und die Strategie von March geht bei den beiden Wheelern nicht auf. Auch wenn es mir schwerfällt, doch die beiden sind klasse. Team Estrella! Es sieht so aus, als könnte das Team Estrella den Vorsprung seiner Gegner wieder wettmachen. Ich glaube, ich höre nicht recht. Oh. Pegasus überholt Ares am oberen Ring. Ah. Oh nein! Jetzt überholt Drago Striker auf der Zielgeraden. Technischen Können haben sie die Herzen der Zuschauer erobert. Und ich muss sagen, meines auch. Bisher haben sie immer uns zugejubelt. Das ist doch lächerlich. Wie können sie sich gegen uns wenden? Das ist nun mal so. Hier geht es nur um Unterhaltung. Die Menge jubelt dem Stärkeren zu. Deswegen jubeln sie ihm zu, weil sie einfach stärker als wir zwei sind. Macht dich das verrückt? Natürlich macht mich das verrückt. Das ist unsere Bühne, verstehst du? Das da sind Neulinge und wir lassen uns nicht von den beiden die Show stehlen. Holen wir uns den Applaus zurück. Am besten sofort. Hä? Aber können wir das? Pegasus und Drago. Allein können wir sie nicht schlagen. Aber wenn sich mein Ares und dein Striker zusammentun würden... Ich sehe schon, ich habe keine Wahl. Okay, dann darfst du dich mir anschließen. Darfst du? Mann, ist die stur. Schön. Und was machen wir jetzt? Am ehesten schaffen wir es, wenn wir die beiden überrunden. Das ist unsere einzige Wahl? Wenn wir das hier gewinnen wollen? Nein, das war doch nur ein Witz. Hä? Wir müssen die Entscheidung im Kampf suchen. Wir zahlen es ihnen mit gleicher Münze zurück. Mit einem perfekten Arena-Haus erteilen wir ihnen eine Lektion. Ja, March! Wir werden die Verhältnisse endgültig umkehren. Pegasus und Drago liegen mit einer Runde Vorsprung in Führung.
Sieht ganz so aus, als hätten sie den Sieg bereits in der Tasche. Sie reagieren überhaupt nicht. Sie bedauern vermutlich, dass sie uns herausgefordert haben. Sie sollten nicht so frühzeitig aufgeben. Das Angriff war nicht von schlechten Eltern. Jetzt kommen wir zur Sache. Sie haben keineswegs den Kampf aufgegeben. Das erste Mal, dass Ares und Striker sich verbünden. Sie nutzen den Windschatten. Was für ein Windschatten? Jeder Gegenstand in Bewegung erzeugt einen Luftwiderstand. Indem Striker direkt hinter Ares herjagt, kann er den Luftwiderstand deutlich verringern. Wenn er dann hinter ihm hochspringt, nimmt seine Geschwindigkeit sogar noch zu. Beeindruckend! Zu wenig und zu spät! Für Pegasus und Drago beginnt die letzte Runde! Sie haben nur noch eine Runde! Wir müssen sie schlagen! Wir müssen ein Arena-Aus erzwingen! Pegasus und Drago beschleunigen in Richtung Zielgerade! Striker und Ares jagen sie in einer Windschattenformation! Werden Pegasus und Drago die Ziellinie als Erste erreichen? Oder kommen ihnen Ares und Striker in einer gemeinsamen Aktion noch zuvor? Diesmal Page! Die Entscheidung! Achtung! Striker ist schnell! Nein, er ist zu schnell! Er wird die Kurve ohne einen Arena-Aus nicht mehr schaffen! Doch, wird er! Genau, wenn ich die Beschleunigungsenergie freisetze, kann ich es schaffen! Der Geschwindigkeitstyp Striker ist durch den Windschatten super schnell geworden! Und nun kommt noch die Fliehkraft in der Kurve hinzu! Das ist heftig und super schwer! Als würde man von einem Kriegsschiff gerammt! Nein, Drago! Jetzt nicht nachgeben, Pegasus! Pegasus wird hoch in die Luft katapultiert! Pegasus! Jawohl! Erwischt! Pegasus wurde direkt vor der Ziellinie in die Luft geschossen! Träum weiter, DJ! Mein Pegasus ist noch nicht am Ende! Flieg! Flieg immer weiter! Pegasus hat sich wieder gefangen und stößt nun hinunter!